Hallo Freunde, ich hatte euch ja von der Studie erzählt. Übrigens, das war ein starker Tag gestern, einer der besten in meiner Karriere. Und ich habe bestimmt in den letzten 6 Monaten, es sind nicht viele Tage vergangen, an denen ich nicht an den Tag und an diesen Club gedacht habe. Und er hat alle meine Erwartungen übertroffen. Ich hatte euch erzählt von der Studie der Dominikanischen Universität in Kalifornien. Da wurden 267 Teilnehmer gebeten, über ihre Ziele nachzudenken, über ihre beruflichen. Und die wurden in 5 Gruppen geteilt. Gruppe Nummer 1 sollte einfach über ihre Ziele nachdenken, welche sie haben. Gruppe 2 und alle folgenden wurden gebeten, über die Ziele nachzudenken und die aufzuschreiben. Gruppe Nummer 3 sollte Nachdenken aufschreiben und Action Commitments, das heißt eine Art Aktionsplan, aufschreiben. Gruppe Nummer 4 musste alles machen, was die davor machten, nur zusätzlich noch sowohl das Ziel wie auch die Action Commitments mit einem Freund teilen, also mitteilen. Und Gruppe Nummer 5 musste alles das machen, was die anderen gemacht hatten. Und zusätzlich einen wöchentlichen Fortschrittsbericht an einen Freund schicken. Ihr könnt euch schon denken, welcher Gruppe ihr seid. Ihr seid in der Gruppe Nummer 5, denn wir machen kein Experiment, wir riskieren nichts. Hier gab es nämlich, also es gab ein Problem. Von den 267 haben nur 149 die Studie tatsächlich überhaupt fertig gemacht. Das passiert bei uns nicht, denn Regel Nummer 1 ist, wir kommen alle gemeinsam zum Ziel. Die, die es fertig gemacht hatten aus der Gruppe 1, haben 43% tatsächlich ihre Ziele erreicht. Das finde ich schon viel. Gruppe Nummer 4, das heißt die, die Ziele aufgeschrieben, nachgedacht, aufgeschrieben, Action Commitments aufgeschrieben hatten, haben immerhin zu 64% ihre Ziele erreicht. Und die Gruppe Nummer 5 war die erfolgreichste und da haben 76% die Ziele erreicht. Der Unterschied, Gruppe Nummer 1 43% und Gruppe Nummer 5 76% ist fast eine Verdoppelung. Die Verdoppelung wird erreicht durch diese eben einfachen 5 Schritte. Über Ziele genau nachdenken, das ist das Erste, was ihr bitte jetzt tut. Nehmt einfach das Mittel entweder der letzten 3 Monate oder der letzten 12 Monate und das ist eure Basis. Die Basis nehmt ihr mal 2 und dann schreibt ihr auf, im März oder ab März 2016 werde ich im Schnitt und dann das Ziel pro Monat verkaufen. Das schreibt ihr am besten in die Google-Gruppe und teilt es eurem Buddy mit und eurer Familie. Dann schreibt ihr auch auf, überlegt ihr euch, was die Action Commitments sind. Das heißt, was konkret ihr in den nächsten 1 bis 2 Wochen tun werdet. Kleiner Tipp, nicht zu viel bitte, sonst handelt ihr euch Frust ein. Jede Woche ein bisschen ist wesentlich besser als stark angefangen und schwer nachgelassen. Ja, das Ganze teilt ihr bitte in der Google-Gruppe mit und dann hören wir uns am Freitag. Ich schicke gleich eine E-Mail mit den Zugangsdaten raus. Freue mich schon auf unsere erste Telekonferenz. Euch einen starken Tag. Ciao, ciao.